Herzlich willkommen beim Podcast Auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Jana hier, willkommen zum Weihnachtskalender, zum Buchstaben N wie Movie. Weihnachtsfilme. Hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm oder gibt es eine Weihnachtsfilmserie, die du immer wieder schaust, oder gibt es bestimmte Filme, die du dir immer zur Weihnachtszeit anschaust? Ich liebe Weihnachtsfilme, kann die aber allerdings auch nur zu Weihnachten gucken. Ich habe mal im Sommer einen Weihnachtsfilm geguckt, weil ich Bock drauf hatte und festgestellt, das ist nicht das Gleiche. Und ich liebe einfach diese kitschigen, romantischen Filme. Ich liebe die Kinderfilme. Ich liebe die heile Weltfilme. Ich mag das einfach total und freue mich jedes Jahr wieder darauf, wenn dann die Weihnachtszeit ist und man dann typische Weihnachtsfilme hoch und runter gucken kann. In diesem Sinne lade ich dich ein, mal zu schauen, welche Weihnachtsfilme stehen denn auf deiner Liste, welchen hast du schon geschaut und welcher muss noch unbedingt geschaut werden, damit es dieses Jahr wieder vollständig ist. Auch heute habe ich dir wieder ein Gedicht mitgebracht aus meinem Buch Gedankentänze. Ich lade dich wie immer ein, zu lauschen. Betrunken voll Glück. Betrunken voll Glück. Ich bin voll. Voll mit Eindrücken, die ich gerne ausdrücke, voll mit Gedanken, die ich gerne teile mit dir und mir. Direkt. Mal leise, mal laut, immer echt, immer ich, im Moment. Innen im Selbstgespräch, außen im Dialog. Voll mit Bildern, die ich gerne visualisiere für dich und mich. Nicht um zu zeigen, was ich kann und mache, sondern um zu inspirieren und meine Welt mit deiner zu verbinden. Ich bin voll. Mit Worten und Gesten, die so anders sind als das, was ich bisher kannte. Voll mit Gerüchen, die intensiv sind, verschieden, stark, speziell. Ich bin voll mit Erinnerungen. Für mich, für später. Wenn ich zurückblicke und mich daran erfreuen kann, ich bin voll mit Dankbarkeit, das Erlebte erlebt zu haben. Schick dir sonnige Grüße aus Suzhou. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.